Bernd Klüver, ein berühmter deutscher Schlagersänger, hinterließ ein denkwürdiges musikalisches Erbe und prägte über die Jahrzehnte hinweg seine Fans. Der am 10. April 1948 in Hildesheim geborene Bernd Klüver war ein vielseitiges musikalisches Talent und bekannt für seine warme Stimme und sein außergewöhnliches Charisma. Bernd Klüvers musikalische Karriere begann in den 1970er Jahren, als er eine Reihe unabhängiger Pop-Singles und Alben veröffentlichte. In dieser Zeit entstanden eine Reihe berühmter Stücke, wie »Der Junge mit der Mundharmonika« und »Mein Herz schlägt, Dang Dang«. Diese Tracks katapultierten ihn an die Spitze der Charts und schufen eine Legion treuer Fans. Einer der größten Erfolge von Bernd Klüver war seine Teilnahme am Eurovision Song Contest 1973 mit dem Lied »Der Junge mit der Mundharmonika«. Dieses Lied erreichte Platz 15 und wurde zu einem seiner größten Hits. Doch am 28. Juli 2011 verstarb Bernd Klüver nach einem schweren Unfall. Er wurde schwer verletzt, als er in der Stadt Illiz auf der Insel Mallorca, Spanien, von der Treppe stürzte. Sein plötzlicher Tod hinterließ eine große Lücke in der deutschen Musikindustrie und war ein trauriger Verlust für seine Fans und die Musikindustrie. Bernd Klüver wurde am 19. August 2011 in der Nordsee beigesetzt, einem Ort am Meer, den er liebte und der ihm im Laufe seiner Karriere viele schöne Erinnerungen bescherte. Sein Tod ist eine Erinnerung daran, dass das Leben zu kurz ist und dass jeder Augenblick wertvoll ist. Es ist auch eine Gelegenheit, an Bernd Klüvers musikalisches Erbe zu erinnern und sein Talent und seinen Beitrag zur Kunst zu würdigen. Obwohl Bernd Klüver verstorben ist, leben seine Stimme und seine Musik durch die Musik und Erinnerungen seiner Fans weiter. Er hat ein wertvolles Erbe in der Geschichte der deutschen Musik hinterlassen und wird uns immer in Erinnerung bleiben. Bernd Klüver ist ein typisches Beispiel für Talent und Begeisterung im Musikbereich. Sein Leben und sein plötzlicher Tod sind eine wertvolle Lektion über den Wert jedes Augenblicks und die Wertschätzung des Lebens. Bernd Klüver ist nicht nur ein berühmter Sänger, sondern auch ein vielseitig begabter Künstler, der unvergessliche Musik geschaffen hat, die mit der Kindheit und den Erinnerungen vieler Menschen verbunden ist. Seine Musik lebt in den Herzen der Fans weiter und ist ein wichtiger Teil der deutschen Musikgeschichte. Der Tod von Bernd Klüver ist ein großer Verlust für seine Familie, Freunde und Fans. Plötzliche Todesfälle und unglückliche Unfälle erinnern uns immer wieder daran, wie wichtig es ist, im Alltag Sicherheit und Vorsicht zu walten. Dies ist auch eine Gelegenheit, das Bewusstsein für Sicherheit und Respekt vor dem Leben zu schärfen. Obwohl Bernd Klüver verstorben ist, lebt sein musikalisches Erbe weiter und gibt seine Leidenschaft für Musik weiterhin an die nächste Generation weiter. Es ist ein wichtiger Teil seiner Arbeit und seines Erbes, das er der Welt hinterlassen hat. Bernd Klüver war ein Beispiel für Leidenschaft und Beredsamkeit in der Kunst, und sein Name wird immer respektiert. Valse à mille temps, les Flamandes, seul, et la chanson la plus célèbre de Brel, ne me quitte pas. Ce dernier chef-d'œuvre artistique a été traduit dans plus de 15 langues et entendu dans le monde entier. Rien qu'aux États-Unis, plus de 270 versions de Ne me quitte pas ont été enregistrées, dont une de la chanteuse américaine Nina Simone, qui racontait en 1988 comment elle a été touchée par l'inoubliable et inégalable interprétation. Quand j'ai écouté pour la première fois Ne me quitte pas, je ne parlais pas français, mais je me suis mise à pleurer. Je savais que c'était triste, que ce type-là était désespéré. Les années 60 seraient une année très prolifique pour elle. Il écrit plus de 80 chansons et certaines années plus de 300 concerts. Il a chanté dans de nombreux pays, dont le Canada, les États-Unis, Djibouti, la Finlande et même l'URSS. Les performances phénoménales de Brel sur scène lui ont valu une immense popularité, ce qui ne l'a pas empêché de donner de nombreux concerts gratuits ou à faible coût pour différents groupes.
sa générosité, son respect pour les gens qui l'entourent et son désir de les aider ont contribué à la création d'une de ses plus belles chansons. Parmi elles, Amsterdam, écrite en 1964. Une chanson dont le résultat final laissait insatisfait le chanteur, qui était surpris par le succès rencontré lorsqu'il l'avait interprétée pour la première fois sur scène. Cet hymne d'un amour qui résiste à l'épreuve des années a été composé en 1967. Une année après ses fameux adieux à la scène et à son public, cherchant de nouvelles manières de s'exprimer, il s'était adonné au cinéma, à la navigation et à l'aviation. J'en ai pas marre du tout, j'en ai pas marre une seconde, mais j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de vivre pour apprendre des choses, explique-t-il. Cependant, il avait déjà pris son envol de la musique, sa rédaction et sa composition de...